Wenn Sie eine Wohnung besichtigen, ist es ratsam, eine Vertrauensperson mitzunehmen. Diese kann im Notfall als Zeuge für Sie aussagen und bestätigen, welche Vereinbarungen mit dem Makler getroffen worden sind. Eine Besichtigung sollte, wenn möglich, unter der Woche stattfinden, weil hier kann man am besten den Umgebungslärm einschätzen. Weiters ist es sinnvoll, dass die Besichtigung tagsüber stattfindet, weil man so verdeckte Mängel besser erkennen kann. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese dem Makler. Testen Sie alle Geräte auf Funktionsfähigkeit und überprüfen Sie, ob wirklich alles so funktioniert, wie Sie es sich vorstellen.